Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den WWE News, die Themen heute. Infos zum Superstar Shake-Up, außerdem noch die Themen Sasha Banks, Luke Harper und Alexander Wolfe. Wer will jetzt genau die WWE verlassen? Wer hat vielleicht schon die WWE verlassen? Was sind da jetzt eigentlich die Updates? Es geht alles rundum drüber, Freunde. Ja, Freunde, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Das heißt, jetzt gibt es wieder alles Mögliche an Videos. Alle Infos, die ich jetzt die letzte Woche nicht euch präsentieren konnte, gibt es natürlich trotzdem noch. Deswegen auf jeden Fall unten den Abonnieren-Knopf drücken, ist alles kostenlos. Und auch die Glocke daneben aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich mit, wann meine Videos online kommen, weil ich kann jetzt nicht genau sagen, wann welches Video kommt. Es gibt zwar den Upload-Plan, aber trotzdem, es kommt halt jetzt alles. Deswegen keine Sorge. Auch für die Kanalmitglieder, die Raw und Smackdown Reviews zum Superstar Shake-Up und zu dieser Woche werden natürlich auch noch nachgeholt. So, und dann beginnen wir mal mit den News und natürlich rede ich erstmal über den Superstar Shake-Up, denn da ist ja einiges passiert, zum Beispiel auch das Debüt der Raw Raiders bei Raw, allerdings unter neuem Namen, denn Rolf und Hansen waren scheinbar nicht Wikinger-mäßig genug, so hat man sich gedacht, wir benennen die beiden um, und zwar in Eva und Eric. The Viking Experience. Und natürlich ist das ein richtig beschissener Name für so ein Tag Team. Und das hat natürlich auch die WWE-Community lautstark über Social Media geäußert. Denn da gab es einen riesen Shitstorm wegen diesem neuen Tag Team-Namen. Und so hat man sich auch in dieser Woche bei Raw wieder entschieden, die beiden umzubenennen. Allerdings nicht deren Einzel-Wrestler-Namen, sondern nochmal den Tag Team-Namen. Und zwar wurde jetzt aus der Viking Experience die Viking Raiders. Also, ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings weiß ich nicht, warum man unbedingt das Wort Raw, also Krieg, umgehen möchte. Denn im Prinzip heißt ja deren Show auch so ähnlich. Ansonsten gab es noch die Info im Superstar Shake-Up, dass man versucht hat, die ganzen Real-Life-Paare, denn ihr wisst ja, dass einige WWE-Superstars mit anderen WWE-Superstars, also die Divas dann quasi, auch im Real-Life zusammen sind. Und so hat man hier auch im Superstar Shake-Up versucht, das Ganze so umzusetzen, dass halt auch die ganzen Paare zusammenbleiben. So kam es ja nämlich dazu, dass man dann auch Naomi zusammen mit den Usos zu Raw gedraftet hat. Ebenfalls zu Raw gekommen ist ja Andrade und Zelina Vega. Allerdings ist Andrade ja jetzt mit Charlotte zusammen und Charlotte ist aber offiziell noch bei SmackDown. Jetzt gab es dazu aber auch schon wieder ein Update und zwar hat man Andrade jetzt wieder zurück zu SmackDown geholt. Das heißt, die bleiben denn da zusammen. Und Aleister Black wurde ja auch zu SmackDown geholt und damit Zelina Vega ja dann auch wieder mit ihm zusammen. Und ansonsten haben wir ja bei Raw auch noch das nächste Paar und zwar Eric und Sarah Logan, denn Sarah Logan ist bei Raw geblieben und Eric, also der frühere Rove, ist ja dann auch zu Raw gekommen und damit passt das mit den Pärchen dann auch wieder. Aber es gab auch noch ein paar Drafts, die nicht in den Shows verbaut wurden, die man denn nur nebenbei mitbekommen hat. Zum Beispiel ist jetzt auch offiziell bei Raw EC3 und Eric Young. Und bei Eric Young ist es halt umso interessanter, denn Sanity, also die Gruppierung um Eric Young, Alexander Wolfe und Killian Dane, ist damit aufgelöst. Da komme ich gleich nochmal in anderen News dazu. Und ebenfalls zu Raw gedraftet wurde US-Champion Samoa Joe. Das hat man jetzt in dieser Episode gesehen, allerdings nicht in dem Superstar Shake-Up, denn dieses Segment wurde rausgeschrieben, da Samoa Joe an dem Tag krank war und deswegen nicht vor die TV-Kameras treten konnte. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen, einfach gar nichts dazu zu sagen. Und so hatte man einfach nach dem Superstar Shake-Up das Gefühl, dass beide Midcard-Titel bei SmackDown sind. Dann noch zu SmackDown, da sind nämlich ebenfalls einige Leute mit ins Roster gekommen, die man in den Shows jetzt allerdings noch nicht verbaut hat. Zum Beispiel Liv Morgan. Damit natürlich auch so ein bisschen die Riot Squad in Gefahr. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen beiden noch zusammenbleiben, aber Liv Morgan ist jetzt auf sich allein gestellt bei SmackDown. Dann dazu noch Chad Gable. Das heißt, auch dieses Tag Team mit Bobby Roode wurde getrennt. Oder jetzt Robert Roode, aber die Scheiße, die bereden wir in der Raw Review. Außerdem noch Apollo Crews zu SmackDown und auch die Heavy Machinery, die ja vorher durch den NXT Call-Up noch nicht so richtig wussten, wo sie hin sollten, die sind jetzt offiziell bei SmackDown. Wer allerdings noch keine Heimat hat, ist Nikki Cross. Sie ist zwar eigentlich im Main Roster, aber da weiß man nicht so richtig, ob sie bei Raw oder bei SmackDown ist. So, denn jetzt aber weg vom Shake-Up und hin zu weiteren News, zum Beispiel zu Triple H. Dieser hat nämlich in der WWE Hall of Fame in diesem Jahr einige kleine Shoots in Richtung All Elite Wrestling geliefert. Und diese Sache wurde jetzt aus dem Replay auf dem WWE Network und auch aus der Ausstrahlung vom USA Network
rausgeschnitten. Es gab ja hier die Situation, wo Billy Gunn damit angegeben hat, dass Vince McMahon ihn nicht entlassen kann, weil er ja gar nicht mehr bei der Company ist und er ja quasi schon mal von Vince McMahon entlassen wurde. Triple H meinte daraufhin, dass Vince, wenn er Lust hätte, sogar diese andere beschissene Company kaufen würde, nur um Billy Gunn dann nochmal zu feuern. Denn Billy Gunn ist Coach bei All Elite Wrestling. Damit gab es hier diesen Shoot in diese Richtung und das wurde jetzt rausgeschnitten. Apropos All Elite, ihr kennt ja sicherlich noch Austin Aries und dieser hat jetzt einen neuen Vertrag unterzeichnet. Allerdings ist nicht genau bekannt, ob er wirklich jetzt einen All Elite Wrestling Vertrag unterschrieben hat. Es wäre cool, aber offiziell habe ich da jetzt noch keine Infos zu, vielleicht in den nächsten News. Aber erstmal, Austin Aries hat da irgendwas unterschrieben. Geheime Spekulationen können hier also wieder angedacht werden. Dann kommen wir noch zu Sasha Banks. Diese hat ja am WrestleMania-Wochenende um ihre WWE-Entlassung gebeten, weil sie sauer darüber war, dass sie die WWE Tag Team Women's Titel schon so früh wieder verloren haben. Und zusätzlich hatte sie auch die Aussage bekommen, dass sie mit Bayley getrennt wird. Das wurde ja auch umgesetzt, denn Bayley wurde durch den Superstar Shake-Up zu SmackDown gedraftet. Sasha Banks allerdings bleibt bei Raw. Jetzt hat sie ja gerade eine kleine Pause, um sich darüber Gedanken zu machen, was sie jetzt genau möchte. Und trotzdem geht man davon aus, dass sie beim nächsten Pay-Per-View, also bei Money in the Bank, wieder in den Ring steigen wird. Ich habe auch schon einige Berichte darüber gelesen, dass das möglicherweise alles ein Work sein könnte. Aber warum sie hier sauer ist, kann man schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Wer auch sauer ist, ist Luke Harper. Dieser hat nämlich jetzt auch um seine Entlassung bei der WWE gebeten. Nach 6 Jahren in der Company hat er absolut keine Lust mehr da zu bleiben. Und natürlich gab es hier sehr viel Zuspruch aus den Wrestlereien, die sich bei ihm bedankt haben für die Zeit, für die großartigen Matches und wirklich sehr viel Respekt in seine Richtung zeigten. Allerdings weiß man hier ja auch noch nicht, ob die WWE dem Ganzen stattgeben wird. Denn Luke Harpers WWE-Vertrag läuft noch bis November. Und das ist ja nun mal noch ein bisschen hin. Zusätzlich hat die WWE ja in ihren Verträgen diese Klausel: Wenn die Wrestler verletzt sind, kann man die Zeit der Verletzung hinten an den Vertrag mit dran setzen. Und Luke Harper war ja jetzt monatelang verletzt. Das heißt, theoretisch könnte die WWE diese Zeit hinten an November noch dranhängen. Also hier ist auch nicht bekannt, ob Luke Harper wirklich dann auch die WWE vorzeitig verlassen darf. Und es gibt auch hier wieder Gerüchte, dass Luke Harper auch einer der Namen sein könnte, die dann für All Elite Wrestling eingesetzt werden könnten. In den WWE-News ist zurzeit sehr häufig von All Elite die Rede. Da sieht man eigentlich, was für einen großen Einfluss die momentan haben. NXT-Superstar Punishment Martinez hat jetzt ein neues Gimmick bekommen, beziehungsweise bekommt es noch neue Musik, neues Video, neue Gear, alles neu und auch neuen Namen. Der Gute wird ab sofort unter dem Namen Damien Priest in den NXT-Ring steigen. Dann gab es ein Interview mit dem ehemaligen WWE-Superstar Darren Young, was auch sehr interessant ist. Der hat nämlich auch darüber gesprochen, dass ihm verboten wurde, in der Storyline mit Bob Backlund, die er ja hatte, weiterhin den Crossface Chicken Wing Move zu benutzen, denn dieser ist für Asuka. Denn der Asuka-Lock ist ja quasi der Crossface Chicken Wing. Außerdem hat er auch bestätigt, dass er sich mit Cody und Brandi Rhodes in Verbindung gesetzt hat und auch großes Interesse daran hat, Teil von All Elite zu werden. Ebenfalls hat er sich wohl auch mit Ring of Honor schon in Verbindung gesetzt, hätte also da auch Interesse weiterzumachen. Also Darren Young auf jeden Fall noch nicht am Ende seiner Wrestling-Karriere. So, und dann kommen wir zu unserem deutschen Vertreter Alexander Wolf. Dieser hat nämlich für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, nachdem Eric Young ja zu Raw gedraftet wurde. Und hier gab es nämlich die Aussage, dass er sich für die Zeit bei den beiden und bei der WWE bedankt. Und er hat geschrieben, Rest in Peace, Sanity. Das ist natürlich klar, die Gruppierung ist damit aufgelöst. Ebenfalls hat er geschrieben, Goodbye WWE. Und da sind natürlich einige komplett eskaliert, weil ja denn die Spekulation darüber im Raum stand, ob Alexander Wolf die WWE verlassen wird. Jetzt, wo er ja durch die Sanity-Trennung auch nicht weiter eingesetzt wird. Und gut, vorher wurde Sanity auch nicht gut eingesetzt, von daher hätte das ja sein können. Allerdings ging dann die Spekulation eher in Richtung, dass er zu NXT wieder wechseln wird. Und das, da gab es ja auch schon Berichte darüber, wurde ja auch gemacht. Das heißt, Alexander Wolf wird ab sofort Teil des NXT UK Brands sein. Was allerdings mit Killian Dane jetzt ist,
weiß man gar nicht so genau. Was mich an den R interessiert ist, ob er möglicherweise zurück nach Deutschland zieht, denn wenn er nur beim NXT UK Brand ist, dürfte er theoretisch auch in Deutschland wohnen. Mal gucken. Das auf jeden Fall erstmal die News für heute. Am Samstag gibt es noch eine WWE-News-Ausgabe und die Raw-Review für den Superstar-Shake-Up, wo ich nochmal über alles genau spreche. Die gibt es auch für die Kanalmitglieder. Ansonsten vielen Dank für euren Support, Freunde. Ich freue mich, dass ich wieder da bin und jetzt kann es wieder ordentlich weitergehen mit den Videos hier. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht nicht mehr so dolle. Daumen nach oben, Meinung in die Kommentare und ihr kennt den ganzen Spaß. Haut rein und ciao.